Matt, mich interessiert Ihre Jugend, das Elternhaus, frühe Lektüren, literarische Anregungen, die geistige und soziale Welt, aus der Sie kommen. Im Grunde ist die Frage nach meiner Jugend eine der wichtigsten Fragen, die man überhaupt einem Schriftsteller stellen kann. Sie beschäftigt mich auch immer mehr. Ich glaube, dass alles Wichtige und alles Entscheidende sich auf die Jugend zurückführt. Es ist dies nicht eine Erfahrung, die ich übernommen habe, sagen wir von der Psychoanalyse, sondern eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe, indem ich über meine Werke, über meine Ideen, über meine Tätigkeit nachdachte. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, in einem Mischdorf, so könnte man es nennen. Es war dort eine große Fabrik, eine Milchsiederei. Es waren verschiedene andere Fabriken. Ringsherum waren Bauernhöfe und Bauerndörfer, Bauernweiler, die ihre Produkte in dieses Zentrum brachten. Mein Vater war dort Pfarrer und ich lebte in einer gewissen sozialen Isolierung auf, indem ein Pfarrersohn in einem Dorfe etwas ganz Bestimmtes darstellt. Privilegiert? Ich würde sagen, nicht privilegiert, sondern er wird mehr mit Schadenfreude betrachtet. Er sollte besser sein als die anderen und man weiß, dass er nicht besser ist. Erstmal, wenn er nicht besser ist, hat man besonders Freude. Man steht einerseits unter dem Elternhaus, andererseits unter der Aufsicht des Dorfes. Man möchte so sein wie die anderen Dorfjungen. Man möchte ebenso unbeschwert sein. Ich weiß, dass ich mich eigentlich fast jeden Monat einem anderen Teil des Dorfes anschloss. Ein Dorf ist ja sehr geteilt. Es gibt die Straße, hat Krieg mit der anderen Straße, dieses Quartier mit diesem Quartier. Das Dorf ist eine sehr differenzierte Welt. Ich weiß auch, dass ich immer Schleichwege benutzen musste, um in die Schule zu gehen, weil ich immer die Bauernjungen vermeiden musste, die mir nachstellten, die mich mit Leidenschaft verprügelten. Das war auch so ein Sport. Kamen in solchen Dingen denn soziale Unterschiede zum Tragen? Ohne dass man sich natürlich dessen bewusst ist. Es spielt sich das alles in einer vorpubertären Welt ab. Das, was ich eigentlich als Eindruck vom Dorf übernommen habe, ist merkwürdigerweise der Eindruck eines Labyrinths. Und einerseits kann ich das darauf führen, dass das Dorf war umstellt von Kornfeldern und Weizenfeldern. Und in diese Weizenfeldern führten unzählige kleine Gänge, in die man hineinkroch. Dann sind auch die Scheunen der Bauernhöfe, die das Heu wird geschichtet und das Heu wird so geschichtet, dass auch Gänge entstehen, durch die man schlüpfen kann. Dann ist das Dorf etwas Unübersichtliches. Es sind diese rätselhaften älteren Personen, diese Welt der Erwachsenen, die man nicht versteht. Es ist also die vorpubertäre Welt und die ersten Zeiten der Pubertät spielten sich bei mir eben im Dorf ab. Und dann mit 13 Jahren, also würde ich sagen, in der Mitte der Pubertät kam dann der sehr schroffe Wechsel
vom Dorf in die Stadt. Und der hat Sie entscheidend betroffen auch? Der hat mich sehr entscheidend getroffen, weil ich in eine ganz entscheidend andere Welt hineinkam. Die aber wiederum das Labyrinthische hatte, und zwar eigentlich, ich würde fast sagen, noch verstärkt. Das war Bern. Ich wollte nochmal auf das Mischdorf zurückkommen. Wie meinten Sie das? Soziale Mischung, Bauern, Arbeiter, ich habe, um ganz ehrlich zu sein, ich bin 1921 geboren, ich kam 1934 in die Stadt Bern. Während dieser Zeit war die große Krise. Von dieser großen Krise habe ich nichts als Erinnerung zurückbehalten. Also ich weiß es nur historisch, dass damals die große Krise war. Ich war nicht fähig, das zu, sagen wir mal, objektiv festzustellen. Nun war die Krise natürlich auf dem Dorf, in der Milchwirtschaft oder was Sie wollen. Ich meine, jeder dieser Arbeiter war ja gleichzeitig auch Kleinbauer, war weniger zu spüren. Ich erinnere mich nur zum Beispiel an einen Spaziergang, und auf diesem Spaziergang ist zum ersten Mal das Wort Hitler gefallen. Und es ging darum, ob Hitler ein Christ sei oder nicht. Also das mein Vater irgendwie vielleicht mit dem Kirchgemeindepräsident oder wer, mit wem er auch sprach, hat er erörtert. Aber da hörten Sie den Namen Hitler faktisch zum ersten Mal? Da hörte ich zum ersten Mal den Namen Hitler und habe mich überhaupt gar nichts Besonderes dabei vorgestellt. Also sagen wir mal, dass man sich vom Dorfe überhaupt über Politik interessiert. Ich glaube, das ist ein heutiges Phänomen. Heute wird man ganz anders, heute ist Fernsehen, heute ist ja das Ganze anders. Ich mache mich noch erinnern, wie ich zum ersten Mal überhaupt Radio hörte. Das war bei einem Ingenieur der Burgdorf Thun Bahn, und der hatte einen Apparat, und da gingen verschiedene Kopfhörer konnte man da anschließen, man hörte sich Radio. Also das wurde alles erst eingeführt. Ich erinnere mich noch, als wir das Telefon bekamen. Ich erinnere mich noch, es gab im Dorf vielleicht 3 Automobile. Der Arzt, mit dem wir befreundet waren, dieser Arzt hat ein Elektromobil. Ich erinnere mich noch, dass auf der Ebene vor dem Dorf ein damals sehr berühmter Schweizer Flieger namens Bieder landete mit dem Flugzeug. Ja, da strömte das ganze Volk zusammen, das ganze Dorf, um das Flugzeug zu sehen. Nicht, dann kam die große Sensation der Zeppeline. Da ging man mit dem Velo nach Bern. Also ich meine, diese Erinnerungen sind sehr idyllisch. Ich kann sagen, groteskerweise, mein Leben begann in einer gespenstischen Idylle. Und diese Idylle empfand ich aber eigentlich als labyrinthisch. Und dazu kam ein merkwürdiger Hang, ich weiß nicht, wie der zu erklären ist. Das war meine damalige Passion, die ich als sehr als Erstklässler schon hatte, für die Astronomie, also für die Weite. Eine Passion, die ich jetzt immer noch habe. Ich meine, all dieses sehr Idyllische und dann wieder das sehr Grausame des Dorfes. Zum Beispiel war neben meinem Elternhaus war die Metzgerei. Ja, ich habe schon als kleines Kind gesehen, wie man Tiere schlachtet. Diese grausamen Seiten. Aber die wurden Ihnen damals schon bewusst. Sie haben das Dorf nicht erst als Idylle erlebt und den Bruch dann später erfahren. Nein, ich meine, als Idylle, was ist Idylle? Ist
die Art, wie man es darstellen würde. Ich würde das Dorf heute überhaupt nicht mehr idyllisch darstellen. In einem meiner Prosa-Bände, an denen ich arbeite, habe ich eigentlich das Ganze heraufbeschworen auf eine sehr grausame Art, indem ich schildere, wie ich in einem modernen Spital den Sektionsraum besichtige. Der Pathologe lehne ich ein, seinen hochmodernen Sezierraum zu besuchen, und ich sehe da Leichen und diese Mischung von Wasser und Blut, und plötzlich ist der Geruch gleich wie in der Metzgerei meines Dorfes, und ich, von dort kommt dann das Dorf hinein. Also aus einer ganz gespenstischen Atmosphäre. Zum ersten Mal habe ich wieder diesen Geruch gespürt, oder der mir alltäglich war, weil die Metzgerei neben dem Hause war. Idylle ist ein literarischer Begriff. Das heißt, wie stelle ich das Dorf dar? Ich kann eine Idylle schreiben, also ich meine Hermann und Dorothea oder was sie wollen. Ich kann es aber auch sehr grausam, sehr bizarr, sehr grotesk darstellen. Ja, aber hatten Sie damals schon als 10-Jähriger diese Empfindung gleichzeitig des Idyllischen und des Grausamen? Ich glaube, ich hatte schon diese Empfindung des Grausamen, auch die Empfindung eben des Eingepferchtsein, des Unübersichtlichen, ich würde fast sagen, des Minotaurus, der inmitten eines Labyrinths sitzt und nicht weiß, was auf ihn zukommt. Ich war ein Kind, das sehr unter Angstgefühlen darunter litt, dass es sehr viele Dinge nicht durchschaute. Ich glaube, das war nicht etwa, dass meine Eltern besonders streng gewesen wären. Sie waren, ich muss sagen, eigentlich erstaunlich liberal und so. Sie hatten eine vielleicht merkwürdige, sagen wir mal, Angst vor jedem Erotischen oder solche Dinge. Aber meine Eltern waren also nicht etwa, dass ich eine strenge Jugend gehabt hätte. Aber ich glaube, dass das Gefühl des Nicht-Durchschauens, das hatten Sie damals schon. Das hatte ich damals schon, ja. Und änderte sich das in der Großstadt oder verstärkte sich das? In der Großstadt kam nun dazu, dass ich natürlich jetzt in der Pubertät war und sich eigentlich mein Nichtverstehen, also nicht etwa nun dadurch veränderte, dass ich nun besonders viel las, sondern ich wurde ein ungeheuer Zeichner. Ich habe schon sehr früh als Abwehr immer gezeichnet. Ja, Ihr Haus hängt ja jetzt auch noch voller Bilder. Aber das sind ich habe immer gezeichnet. Das Zeichnen war für mich eine Abwehr, ein Umfunktionieren, ich konnte dann das irgendwie bildlich darstellen. Sich selbst zu artikulieren mit seinen Nöten auch. Ja, aber nicht sprachlich. Also ich habe zwar einige kindliche Versuche schon im Dorf unternommen, ein Drama zu schreiben, aber nur weil ich ein Drama im Dorftheater sah. Also, aber es war nicht das Ursprüngliche, war immer das Zeichnen. Und das Zeichnen war nun sehr interessant. Was habe ich gezeichnet? Ich habe immer Katastrophen gezeichnet. Ich habe immer Kriege gezeichnet. Ich habe immer Sintfluten gezeichnet. Ich habe eigentlich nie etwa Landschaften oder etwas Schönes. Ich habe die schwarze Spinne, ich habe die Nibelungen. Das waren diese Stoffe, die man mir erzählte. Wir hatten einen Lehrer, der sehr fesselnd
zu erzählen wusste, gerade die Nibelungen oder die schwarze Spinne, die hat mir mein Vater erzählt, die von Gotthelf. Also ich meine, die Geschichten, die ich las, ich glaube, waren sehr wichtig. Ich glaube überhaupt, dass die Jugendlektüre etwas vom Wichtigsten ist, dass es überhaupt gibt. Nicht? Und da würde ich sagen, also mich haben zwei Bücher sehr aufgeregt. Eines war Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Von Jules Verne. Von Jules Verne, da ist wieder dieses Motiv, das Hineingehens in die Erde. Ich meine, nicht zum Beispiel auch der Tunnel, den ich geschrieben habe, in meiner frühesten Prosa gehörte dieses Motiv von hinein in die Erde hineingehen. Dann war ein anderes, war Artistan und Chinistan von Karl May mit dieser Totenstadt, das war genau das gleiche Motiv. Ich frage mich zum Beispiel überhaupt, inwiefern auch zum Beispiel für Kafka gerade die, so Karl May eben gerade dieses Werk vielleicht eine Wirkung gab, aber man weiß ja viel zu wenig über die eigentliche Wirkung der Jugendschriften. Nicht? Man aber, weiß zu wenig. Aber alles auch solche Jugendliteratur, die ins Geheimnisvolle hineinreicht. Ja, also nicht nur so. Jules Verne war sehr wichtig, dann eben viel, eben dieses Buch von Karl May, dann zum Beispiel ein merkwürdiges Buch, das ich würde fast sagen, ist ein religiöser Karl May, das ist Bunyams Pilgerreise. Das ist ein Buch, das hat auch ein sehr altes Buch, ich würde sagen, das ist im 17. Jahrhundert geschrieben. Ich kann es nicht schwören, dass also im Englischen eines der meistgelesensten Bücher ist. Und da wird nun die ganze Reise ins Jenseits, wird nun also in einem Roman dargestellt. Das ist furchtbar fromm. Aber mich reizt natürlich das Abenteuer. Es gibt dann da Kämpfe mit dem Teufel und er bekommt eine Rüstung und so. Nicht? Also, der Christ und zuerst trägt er seine Sündenlast. Und dann kommt noch die ganze Familie, es ist ein religiöser, ich würde fast sagen, Robinson Crusoe oder ein religiöser Gulliver oder solche. Auch zum Beispiel eben Gullivers Reisen kam aus Kinderbuch natürlich. Erst viel später habe ich es als Kunstwerk gelesen und ohne die Striche, die man ja in Kinderbüchern hat. Aber alle diese Jugendlektüre und die Erzählungen, das war ein Lehrer, der hatte, was mich immer merkwürdig erinnert, der hatte keinen Daumen. Und wie überhaupt alles, was mir immer auch nachgeht, das sind die Verstümmelungen. Das ist auch so eine Sache, die mich sehr bewegt. Also, wie ein Gemüsehändler ohne Hand hatten. Und auch dann, hatte sie erschreckend bewegt? Ja, es hat mich immer erschreckt und ich zeichne das auch gern. Also, aber da muss doch auch eine bestimmte Faszination davon ausgegangen sein. Ja, natürlich fasziniert. Und der hat nun irgendwie eine Geschichte, hat uns Geschichten von Balzac erzählt. Ich glaube überhaupt, in dieser Zeit konnte man noch Geschichten erzählen. Und man war stolz, die Lehrer waren stolz, Geschichten zu erzählen. Man hat sie nicht vorgelesen, man hat sie erzählt. Jetzt liest man sie vor. Und sie konnten grandios erzählen. Ich fing dann an selber, versuchte dann selber auch zu erzählen, aber in Folge von Bildergeschichten. Also ich habe das gezeichnet. Wollte ich auch immer Maler werden. Das war ein früher Berufswunsch. Das war ein früher Berufswunsch. Ich dachte, das Gefühl, also ich lebte eigentlich ganz dazu, ich wollte einmal Maler werden. Ich meine, Sie sind es ja auch geworden, denn Sie Nein, malen ich bin es ja nicht geworden. Es ist sehr entscheidend, dass ich keiner geworden bin. Das ist einer der entscheidendsten Momente meines Lebens wahrscheinlich, dass ich keiner geworden bin. Warum? Ach, das ist eine viel spätere Geschichte. Ich hatte immer Schwierigkeiten in der Schule. Und zwar, ich war ein Mensch ohne Gedächtnis. Ich war ein Träumer und
Ich kam nie in der Schule nach. Ich war immer besessen. Ich habe immer gezeichnet. Und meine Eltern haben mir einfach versprochen, wenn ich die Maturität mache, dann könne ich Maler werden. Und als ich die Maturität gemacht hatte, da kam eigentlich mein Zusammenbruch. Im Grunde lachte alles über meine Malerei. Schauen Sie, da war die große Zeit, das war nun schon zur Zeit von Hitler, da war ganz Bern, da malte man impressionistisch. Der ganze Expressionismus existierte nicht. Ich meine, wenn man denkt, Klee war ja gar nicht anerkannt. Und meine Mutter ging natürlich zu Kunstmalern wie Kuno Amiet. Sie wollen einen Impressionist, früher war er etwas Expressionist, ein guter Maler. Die lachten alle über meine Bilder, über meine fantastischen Bilder. Die sagten, ich solle mal lernen, Äpfel zu zeichnen. Ich hatte aber überhaupt keine Lust, Äpfel zu zeichnen. Und ich hatte einfach das Gefühl, was ich da gemacht habe, ist, das gibt's nicht. Dann kam auch eine gewisse Angst dazu, eigentlich mich ich fing immer an, fantastischer zu zeichnen. Ich fing an, jedes Detail fantastisch zu formen. Das heißt, das, was ich jetzt ohne weiteres wage, das ich kam in einen künstlerischen Konflikt. Ich hatte auch keine Lehrer. Dann war natürlich die Zeit schlecht. Schauen Sie, wir waren ja eingepfercht, es war Krieg, konnte nicht ins Ausland. Man konnte höchstens nach Genf oder nach Zürich. Ob man nach Genf oder Zürich ging, das war vollständig gleich. Es gab ja keine Verbindung mehr mit der deutschen Literatur. Wenn ich denke, wie spät ich überhaupt den Namen Kafka kennenlernte, das ist wieder ein ganz anderes Kapitel. Es war ein Scheitern eines Versuchs, mich auszudrücken, weil er einfach im Leeren stattfand. Und da habe ich dann eigentlich den Entschluss gefasst zu studieren, und ich kam dann auf diese ganz absurde Idee, Philosophie zu studieren. Warum so absurd? Wahrscheinlich aus dem Wunsch, nun doch hinter die Welt zu kommen, und zwar ganz anders. Das ist aber nicht absurd. Ja, aber von mir aus, von mir jetzt gesehen, bereue ich es immer noch, bin immer noch wütend, dass ich damals nicht auf eine Kunstschule gegangen bin und einfach zeichnen gelernt habe wie jeder andere. Ich wollte einen Schritt zu weit tun. Nicht, also das Zeichnen können, jetzt erst viel später, plötzlich habe ich angefangen, einfach einen Stift zu nehmen und einfach zu zeichnen, was ich sehe. Also ich fing dann an zu schreiben, das ist eine andere Sache, aber zuerst kam mal der Versuch, mich also Philosophie zu studieren. Die Philosophie nimmt natürlich unter Umständen die Bilder weg, indem sie erklärt. Ja, und ich wollte die Bilder weghaben. Und die Bilder gingen nicht weg, die Bilder kamen, und so kam ich eigentlich kam ich zum Schreiben und eigentlich als Befreiung fast dann zum Drama. Das war wie eine Explosion, die Entdeckung des Dramas, der Form, und zwar eigentlich als Verbindung zwischen Malerei und Schreiben. Ja. Darum kamen diese Dinge dann sehr eruptiv hervor. Aber wenn ich zurückblicke, so muss ich sagen, waren eigentlich diese Jahre alle sehr qualvoll, sehr, sehr chaotisch. Ich hatte überhaupt keine Zeit, mich politisch zu kümmern. Ich war also, ich würde sagen, extrem unpolitisch. Es kommt natürlich hinzu, dass ich auch in der Philosophie zum Beispiel spielte der Marxismus gar keine Rolle, man hörte gar nichts davon, man studierte klassische Philosophie und so. Aber ich war auch nicht interessiert, ich war viel zu sehr mit mir beschäftigt. Sie hatten eigentlich noch keine Orientierung Nein. gefunden?
Nein, ich hatte keine Orientierung, weil ich die Orientierung immer nicht außen suchte, sondern bei mir im Gestalten, im Formen. Ja. Und die Prosa ist eigentlich zu der Zeit nur ein Versuch gewesen. Und im Drama haben Sie dann tatsächlich erkannt, dass da eine Orientierung für Sie liegt. Ja, ja. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich nehme etwas in die Hand, ich kann etwas machen, ich kann etwas formen. Haben Sie dann auch mit Bühnen schon früh zusammengearbeitet? Ja, eigentlich kam das sehr schnell. Nicht? Ich meine, ich war dann 25 und ich habe mein erstes Drama geschrieben und ich wurde gerade aufgeführt. Das kam dann sehr schnell. Das war Steht geschrieben. Ja. Das war das erste Wiedertäufer. Und dann habe ich geheiratet und ging nach Basel und hatte dort auch sehr engen Kontakt mit der Bühne und dann kam der Blinde und Romulus. Also ich war sofort in Kontakt mit der Bühne. Ja, also auch sofort dann einen Erfolg gehabt. Ja. Aber das, dann war natürlich die Schwierigkeit, war dann eine ganz andere, das war nun einfach die Schwierigkeit, ja, wie verdient man nun als Schriftsteller Geld? Das Deutschland fiel damals aus, das war ja noch vor der Währungsreform. Und so kam ich dann eigentlich in eine Art Allraumschriftstellerei hinein. Ich sagte mir, wenn ich schon Schriftsteller bin, dann ganz, dann muss ich auch alles können. Und so schrieb ich dann Kabarett und ich schrieb dann auch Kriminalromane, bis dann eigentlich mit dem Mississippi die Wendung kam. Also die finanzielle Unabhängigkeit. Ja, ja. Diese ganz frühen Motivationen, sich auszudrücken. Sie sagten, dass die Philosophie natürlich die Bilder vertreibt, aber auch als Schreiber holen Sie ja die Bilder heraus, ob Sie nun in Sprache da stehen, auf der Bühne da stehen oder ob Sie im gemalten, gezeichneten Bild da stehen. Welchen Einfluss hat gerade das Studium der Philosophie auf diese Entwicklung, auf die literarische Entwicklung gehabt? Schauen Sie, das ist merkwürdigerweise ein Einfluss, der jetzt eigentlich mehr, sich viel mehr beeinflussbar macht als früher. Das heißt, in einer Weise macht man ja etwas aus einem inneren Konflikt. Und das von meinem Elternhaus her, nun, also die Auseinandersetzung mit meinem Vater, die Auseinandersetzung mit der Religion, alle diese Dinge, was ich damals versuchte, mich gedanklich auseinanderzusetzen, das wage ich jetzt eigentlich erst. Das heißt, dass ich jetzt eigentlich, und das ist das Merkwürdige, in meiner letzten Zeit viel mehr wieder zur Philosophie zurückkehre. Ja. Also das heißt, man kann nicht einen Weg einschlagen, ohne dass man ihn dann auch noch, also dass man ihn nicht wieder einmal betritt. Das mit der Philosophie ist natürlich für einen Schriftsteller immer auch ein Problem, denn Philosophie heißt ja analytisches Denken, es heißt auch analysieren und Theorie. Ja. Und Sie haben ja immer abgelehnt, eine Theorie zu dem, was Sie schreiben, zu liefern. Ja, jetzt würde ich nicht sagen, dass ich eine Theorie zu dem gebe, was ich schreibe, sondern ich gebe eine Ergänzung, weil ich immer mehr sehe, dass das Schreiben so etwas Komplexes ist, dass es eigentlich durch eine Sache nicht zu bewältigen ist. Ich glaube, es ist so wenig, auch Goethe war gezwungen, zur Theorie zu greifen. Und Goethe hat eigentlich erstaunlich viel, gerade Philosophisches, geschrieben, wenn Sie auch sehr Abwegiges, ja, wenn Sie denken, ja, an die Farbenlehre, ja, oder so. Aber das heißt, es gehört zur Konfession des Schriftstellers, dass er sich immer aufs Neue verständlich machen muss mit allen möglichen Techniken. Ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass ich heute sprachlich die Philosophie besser bewältige als früher. Aber ist das nicht auch ein spätes Stadium bei Goethe gewesen, als er zu den Naturwissenschaften kam? Ist das nicht eine Zeit gewesen, der poetischen
Entfernung, also der Entfernung von den Bildern, die sich unmittelbar realisieren. Ich glaube, es liegt daran, dass man immer wieder Distanz haben muss. Rollenwechsel? Was? Im Sinne von Rollenwechsel? Von Rollenwechsel, aber auch von Distanz nehmen. Also zum Beispiel, ich bin, was jetzt zum Beispiel meine Theaterarbeit betrifft, bin ich so sehr ins Theater hineingerutscht, und zwar in die Theaterpraxis. Ich will jetzt als nicht sagen, Regisseur und Dings, das hat, ich meine, was habe ich gemacht, wie viel Arbeit es kostet, um den Urfaust, um den Wojciech oder um die Emilia Galotti, die ich also viel wesentlich für mich sehe als die Kritiker, die sie verrissen haben, das ist ja Wurst, ob es das die Kritiker gut finden oder nicht, aber ich habe etwas Bestimmtes erreicht, was ich damit wollte. Aber die Arbeit, man weiß plötzlich zu viel vom Theater und man muss wieder zurückgehen. Weil ich weiß, jetzt kommt ein großer Stoff auf mich zu, ein ganz neuer Stoff auf dem Theater. Und da brauche ich wieder die Frische, das Theater ganz vergessen zu haben. Ja, Max Frisch hat mal gesagt dazu, als ich ihn fragte, wie das denn mit Theater und Prosa sei, dass es ein ziemlich alternierender Wechsel sei von der Prosa zum Theater, weil er sich mit einem Stück eine bestimmte Rolle auch erschrieben habe, die er, wenn er ein neues Stück sofort hinterher schreiben würde, nicht losbekommen würde. Er würde also im selben Fahrwasser fahren und deshalb brauche er einfach diesen Gattungs- und Rollenwechsel, ja, das, diesen das neuen Anstoß der Prosa. Ich meine, bei Frisch ist natürlich die Lage etwas anders, weil Frisch ja immer irgendwie versucht, ein Ich auf das Theater zu stellen. Ja, obwohl er natürlich auch sieht, dass das Theater am ehesten noch die Institution ist, die das Ich am fernsten hält. Ja, aber er hat natürlich immer die Tendenz, ein Ich, und auch die Tendenz, sagen wir mal, die frischen Helden im Allgemeinen, also ausgenommen, sagen wir, der Held in der Biografie oder so, leiden eigentlich meiner Meinung nach darunter, dass sie so unschuldig sind, dass zum Beispiel der André in Andorra ist einfach zu unschuldig. Ja, das ist natürlich auch eine Parabel, nicht? Ja, natürlich, aber es sind immer in einem gewissen Sinne, braucht ein Theater, ist etwas Hartes. Ein Theater ist etwas Hartes, aber man kann auch zu viel vom Theater wissen, man kann auch zu viel es wird dann ein, was Frisch auch sicher meint, es wird dann plötzlich einfach eine Routine. Und früher war das einfach das Metier des Theaterschreibens, darum hat Lope de Vega 1000 Stücke gemacht, nicht? Da hat sie einfach immer gleich geschrieben, ob er von Stravinsky ist, dieser lustige Satz über Vivaldi, hat gesagt, er hat 1000 Mal das gleiche vollendete Violinkonzert geschrieben. Ja. Ja, das waren natürlich auch andere Zeiten, ja, in denen man das noch konnte. Zeit, das führt zurück zu dem, was Sie ganz zu Anfang gesagt haben, das Erzählen im Dorf ist heute nicht mehr möglich. Nein. Das Geschichten erzählen, liegt das vielleicht daran, dass wir, ganz abgesehen mal von den verschiedensten Kommunikationsmitteln, die uns ins Haus hineinkommen und die uns 1000 Ersatzgeschichten erzählen, daran, dass eben doch die Unmittelbarkeit zum Mythos weg ist. Sie haben ja in Ihrer Komödientheorie, wenn man es vielleicht so sagen kann, doch entwickelt, dass das Drama, dass die Tragödie eine Unmittelbarkeit zur Mythe haben muss, während die Komödie diesen Bruch durchaus verträgt und also unserer Zeit auch angemessener sei, weil wir ja diesen Bezug zur Mythe nicht mehr haben. Ja, das ist natürlich eine ganze Sache, nicht? Ich meine, das ungeheuer Schwierige ist, dass wir immer alles erfinden müssen. Nicht das Erfinden müssen, das Stoff erfinden müssen. Und bin ich dazu gekommen, eigentlich zu bearbeiten, aus der Sache herum. Ja, aber früher haben sie auch nur bearbeitet. Warum muss man immer Mythen wieder bearbeitet? Etwas,
Ja, warum muss man immer wieder erfinden? Warum müssen wir immer wieder erfinden? Und es gibt aus, ja, darum gibt es aus diesen Dilemmen heraus, gibt es dann eigentlich plötzlich neue Stoffe. Das heißt, sie kommen dann wie angeflogen, es ist dann plötzlich eine Idee, wie man aus diesen verschiedenen, das heißt, wie man einen Mythos nehmen kann und trotzdem, wie man ihn wieder eigentlich brauchen kann. Es ist ein sehr komplizierter Vorgang, ist das Geschichten erfinden. Und das, was eigentlich das Spannende ist, wie hängt die erfundene Geschichte mit der eigenen Lage, mit der eigenen Situation, mit der eigenen Existenz zusammen. Und insofern ist, glaube ich, jede, auch die erfundenste Geschichte, nichts anderes als ein Abbild einer ganz konkreten Situation. Der eigenen Situation, der eigenen Not der oder Freude, wie auch immer. Ja, ja, der eigenen, in der sich natürlich die ganze Welt spiegeln kann, in der ganzen Problematik, auch in der Politik oder so. Ich würde sagen wir mal, als großes, gelöstes Beispiel, klassisches Beispiel, trotzdem es mich offen gestanden eigentlich etwas langweilt, aber amüsiert ist der Brecht, Brechts Galilei, das eigentlich seine die Beschreibung seiner selbst ist. Es ist das Verhältnis von Brecht zur Partei und hat mit dem historischen Galilei eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und ist auch Brechts Verhältnis zum Verrat? Zum Verrat, es ist alles drin. Es ist seine große Beichte, die er da gekleidet hat in Galilei. Während Galilei ein ganz anderer Mensch und auch die Problematik, die man, mit der man eigentlich Galilei betrachten muss, ist ja ganz anders. Es ist ja in einem gewissen Sinn viel lustiger und viel diabolischer. Ja. Wenn ich gerade da mal einhaken darf, Brecht hat ja das epische Theater, welches es ja auch früher schon gegeben hat, aber zumindest zur Theorie erhoben. Er hat es praktiziert, ja. Er hat ein offenes Theater geschrieben. Und gerade diese offene Form von Brecht ist ja eine Form, die eigentlich im Widerspruch zur Ideologie etwa des Marxismus-Leninismus steht, für den etwa der Theoretiker Lukács die viel gängigere und adäquatere Theorie geliefert hat. Nun ist er ein Vertreter, sagen wir mal, der offenen Form. Sie aber sind ja auch ein Vertreter der offenen Theaterform. Und keiner, der eine bestimmte Ideologie, die er hat, umsetzt, permanent umsetzt. Es sei denn, die Ideologie der Ideologiekritik. Ja, aber die offene Form ist wieder etwas anderes. Schauen Sie, ich glaube, das ist eine Form, die ich wählen kann. Also zum Beispiel der Mitmacher ist eine sehr geschlossene Form, wenn Sie wollen. Ja. Ich kann offen oder so, das ist also, ich würde sagen, ich bin da gegenüber der Form frei. Ja, ich meine Sie jetzt nicht für ein Stück, ja, sondern ich meine Sie insgesamt als Vermarkter. Wenn ich mich jetzt gegenüber Brecht unterscheiden will, nehmen wir den Stoff Galilei. Ich habe das einmal, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ein Scott-Beispiel. Scott, aber ja. Ich kann das auch beim Galilei sagen. Ja. Der Galilei bei Brecht ist das Interessante, ist das Verhältnis, warum Galilei also abschreckt, warum er widerruft. Und warum widerruft er? Im Grunde hat er Angst vor der Folter. Im Grunde hat er Angst, ein Held zu sein. Er ist auch kein Held. Und er gibt eben nach und er weiß, die Wahrheit wird einmal durchdringen. Für mich ist... Die Diskurse werden weitergeleitet. Ja. Bei mir ist das Lustige bei Galilei das, dass der Galilei widerrufen musste aus einem ganz wissenschaftlichen Grund. Mhm. Und zwar, und das ist Tatsache, Galilei glaubte zwar, dass Planeten um die Sonne gehen, aber hatte keinen Beweis. Denn alles, was er auch nachrechnete, stimmte nicht, aus dem einfachen Grund, weil er annahm, und zwar aus einem
primitiven, heute etwas unbegreiflichen Grund, aber weil aus der auf Aristoteles zurückgeht, dass jede Himmelsbewegung vollkommen sein muss und aus einem uns unerfindlichen Grunde ist der Kreis vollkommener als die Ellipse, also muss es kreisförmig sein. Und wenn man die Planetenbahn kreisförmig annimmt, stimmt nichts. Ja. Und die Kirche hatte wissenschaftlich recht. Wissenschaftlich konnte die Kirche Voraussagen machen. Sie konnte sagen, dann und dann kommt eine Mondfinsternis und dann kommt eine, ist der Merkur dort. Und Galilei konnte das nicht. Das ist eine sehr Dürrenmatsche. Nein, das ist nicht Dürrenmatsche, das stimmt. Und dann kam der Kardinal, das berühmte Gespräch, was man nicht weiß, denn Galilei hat immer behauptet, er erkenne den Beweis, warum es so sei, und der Kardinal, der sein Freund war, hat gesagt, hör mal, Galilei, hast du den Beweis? Und er musste sagen, nein, und hat widerrufen. Er ist wissenschaftlich unterlegen. Die Kirche hat auch in unserem Sinn die Theorie, die es erklärt, die Voraussagen machen kann. Aber das ist nun nicht die Dürrenmattsche Pointe, wie Sie glauben, die ist ganz anders. Das war nämlich, dass der Galilei ein Buch hatte, das er nicht gelesen hatte. Und das Buch ist ihm zugeschickt worden von einem deutschen Astronomen, der ihm auch vergebens immer angebettelt hatte, soll er ihm doch endlich einmal sein Teleskop leihen. Und dabei, und da war genau beschrieben, dass die Planetenbahnen Ellipsen sind. Und das war der Kepler, die neue Astronomie. Und das hat der Galilei nicht gelesen. Aus Faulheit? Naja, aus Faulheit. Und was will denn schon ein Barbar wissen? Das ist die Pointe. Er hatte den Beweis, aber hat ihn nicht gelesen. Ja. Das wäre das ist für Ihre mich, Pointe. Das ist für mich Galilei. Ja. Begreifen Sie? Das ist, dort sehe ich die Komödie Galilei. Die Komödie ist bei aller Genialität, dass war Galilei ein Renaissance-Mensch, der immer allein Recht haben wollte, der, wenn ein Jesuit also die Lehre verkündigte, die Kometen seien, also so etwas wie Planeten, also sofort protestiert hat und die Planeten einfach als Ausdünstungen der Erdatmosphäre erklärt hat, aus reiner Opposition, weil er allein im Besitz aller Wahrheit sein wollte, als Renaissance-Typ. Galilei ist an seiner, ich würde fast sagen, am Renaissance-Weltbild gescheitert. Er konnte nicht über das hinweg. Aber nochmal zurück zur Dürrenmattsche Pointe. Ja. Das Buch hat er, den Beweis hat er, aber er hat ihn nicht gelesen. Er kennt ihn nicht. Er hat ihn, aber er kennt ihn nicht. Berührt sich da nicht die Dürrenmatsche Theorie oder Praxis von der Komödie am entschiedensten mit der alten klassischen griechischen Tragödie? Mit dem Tragischen? Ja, um das geht es mir ja sowieso immer. Das heißt, das Tragische und das Komische ist für mich so hauchdünn, ist für mich ja nicht sachlich unterschieden, sondern rein im Bewusstsein. Genau. Rein psychologisch, also ich würde sagen, nicht? Ich meine, wenn Sie, nennen Sie es Zufall oder nennen Sie es Schicksal, ich meine, durch nichts Möbius nimmt den falschen Weg, er wählt das falsche Irrenhaus, nämlich das Irrenhaus, wo die Leiterin ebenfalls verrückt ist. Hätte er ein anderes gewählt, wäre es nicht passiert. Ja. Ja. Und so wählt Ödipus der Amt den falschen Weg. Der einen anderen Weg eingeschlagen, wäre es nicht passiert. Der Zufall ist nicht weg zu diskutieren, ist auch nicht weg zu künsteln, ist auch nicht weg zu denken. Man hat mir immer vorgeworfen,
Ich habe auch lange Gespräche zum Beispiel mit Frisch drüber geführt, indem man immer sagte bei der Zachanassian, führe kein Weg, kein zwangsläufiger Weg von der Verurteilung, als dass sie eine Dirne sei, dass sie mit vielen geschlafen hat, zum Bordell. Ich sage, das kann man gar nicht. Das ist ihr Charakter, dass ein Mensch sagt, also gut, wenn man mich zur Dirne stempelt, werde ich auch eine. Charakter als Ereignis auch ja, mitzufallen. Das ist ein Ereignis, das ist weder ein Zufall, das ist ein Entschluss, das ist aber ein sehr typischer, ich würde fast sagen, der die Klärsache, das ja überhaupt charakterisiert. Nun will man ja, was? Nun wollen Kritiker ja ganz gerne immer Linien haben. Ja, sie Leitlinien. Aber das gibt es nicht. Wie kann man einen Menschen mehr charakterisieren als durch etwas, durch einen ungewöhnlichen Entschluss? Und das zeigt den ganzen Stolz eines Menschen. Ja. Ein Mensch, der sagt, man hat mich zur Dirne, dann werde ich auch die größte Dirne, der kann sich dann aber auch so rächen. Ja. Wenn das Ganze zwangsläufig, wenn ich da ungeheure Stationen mit, dass sie zuletzt also mit noch einen Liebhaber fände, der sie dann also, dann wäre es Kolportage. Ja, aber dadurch, Psychologie, nicht? Dann wäre es eine lineare Psychologie. Lineare, aber gerade dadurch, dass sie etwas Außergewöhnliches macht, dann ist auch die Rache außergewöhnlich. Dann sagt sie, gut, ich werde eine Dirne und ich räche mich so und ich komme wieder zurück. Das ist dann alles um Selbstbehauptung. Ist das nicht gar ein ganz eminent barockes Charakteristikum? Die Zufälligkeit der Welt, das Ausgeliefertsein einer zufälligen Welt gegenüber und die man nicht verändern kann. Da kann ich Ihnen nur sagen, wir leben in einem barocken Zeitalter, dann schauen Sie unsere ganze Wissenschaft an. Die läuft da. Ich habe den Satz geschrieben, wenn man die Physik, die ganze moderne Physik geht elementar darum, um den Zufall. Es gibt einen Moment, da kommt, was heißt eigentlich Kausalität? Wir haben heute die Kausalität nichts mehr als ein statistisches Gesetz. Wenn Sie das Gesetz von Avogadro aufstellen, dann ist es das, also der Gasdruck ist auf ein Gefäß auf alle Seiten gleich. Ja, aber dann warum? Weil Billionen von Molekülen im Gefäß sind. Wenn Sie das nun leer pumpen, dann sind am Schluss nur noch 20 Moleküle, dann stimmt das ganze Gesetz nicht mehr. Es ist nur ein Gesetz der großen Zahl. Genau. Die Genesis, also ich meine jetzt nicht nur die menschliche, die wir kennen, sondern die Genesis der gesamten Natur, ist ja doch eine Kausalität von Mutationen und also auch von Zufälligkeit. Sie können nicht in einer Welt, die mit dem Urknall kommt, können Sie nicht behaupten, sie sei nicht barock. Ja. Unsere ganze Wissenschaft ist so barock, dass also wenn der Schriftsteller nicht mehr barock ist. Ja, aber glauben Sie auch, dass die Literatur barock ist? Ich glaube eben, die Literatur ist im weiten Sinne ja nicht barock. Wenn wir jetzt uns mal auf diesen Nenner verständigen, der ja sehr viel mehr meint als einen literaturgeschichtlichen Begriff. Es kommt darauf an, was wir barock nennen. Ich behaupte, eine Literatur kann scheinbar gar nicht barock sein, aber in der Struktur kann sie barock sein. Das Barocke ist ein Strukturbegriff, nicht ein Stilbegriff, und das ist etwas ganz anderes. Natürlich. Wir verwechseln immer Stilbegriffen mit Strukturbegriffen. Ja, das ist genau dieselbe Unterscheidung zwischen Naturalismus und Realismus. Ja, ja. Realismus ist ja eigentlich kein Stilbegriff, sondern ein philosophischer Begriff. Ja. Wir gingen ja eben aus von Ihrer Interpretation, auch dieser Galilei-Figur und also Ihrer Interpretation von Geschichten überhaupt, wie Sie auch den Scott in den Eisschrank versetzten. Und wir kamen da von der Komödie zur Tragödie und Sie sagen, der Unterschied ist hauchdünn, aber die Empfindung, die Aufnahme, warum etwas komödiantisch wirkt, warum etwas tragisch wirkt, liegt ja nicht unbedingt in dem, der dann Komödie oder Tragödie schreibt, sondern im Publikum und in einer Zeit, die es als solches empfindet.
Naja, das ist natürlich etwas anderes. Nun fragen wir, ist ja überhaupt nicht das Publikum an sich in seiner Aufnahmefähigkeit ungeheuer gestört? Führen Sie mal heute auf dem Theater eine Schlacht auf. Mhm. Bei Shakespeare war das furchtbar einfach, da machte man das mit einigen Knütteln und so, das Publikum, das seine Fantasie war ja noch nicht, das sah in diesen Vorgängen, ich weiß nicht was. Wenn wir heute, nehmen wir nur im Film, wenn Sie da, ich weiß nicht, ob Sie Spartacus gesehen haben. Nein, leider nicht, aber nein, so Ben Hur. Nein, ich habe Spartacus gesehen, ich meine, ein fürchterlicher Schinken. Aber das Eindrückliche war, wenn Sie da Legionen anrücken sehen, zuerst noch so ein Strich und dann langsam rücken sie näher, und dann langsam kommt Formation und die warten da, die Sklaven und so, die Gladiatoren. Ich meine, was das heißt, eine Schlacht zu zeigen, das ist was? Wirklich ein Spektakel. Ich meine, wir sind heute. Das ist aber auf keiner Theaterbühne der Zeit möglich gewesen. Nein. Ohne ein bestimmtes Publikum, welches die Fantasie hatte dafür. Ja, aber früher hat man das ja, brauchte man auch nicht das zu zeigen. Wir sind heute derart optisch verdorben. Nicht gut, darum fallen wir ja dann wieder so aufs Ästhetische rein. Wir verlangen plötzlich, das Theater wird überästhetisch. Mhm. Was mich am heutigen Theater zum Teil langweilt, ist das Überästhetische. Man vergisst, dass es Theater ist. Theater als das Theater ist, es liegt schon daran, dass heute das heutige Bühnenbild hat ja wieder einen Eigenwert bekommen. Man baut die ganze Bühne um. Man macht, es ist wieder der Verlust, den wir haben an Illusion, weil wir die Kraft nicht mehr haben, eine Illusion zu haben. Ein großer Verlust, den ich habe im Theater. Ich muss mich in die Ästhetik retten und ich werde nur, wenn ich mich in die Ästhetik rette, werde ich akzeptiert und dabei hängt mir die Ästhetik zum Hals heraus und ich will eigentlich nichts anderes als schauspielerische Leistung, die wieder Illusion erzeugt. Ja. Und ohne Illusion, wir sind heute gegen die Illusion, indem wir die blöde Theorie haben, das wäre Illusion, das sei nicht wahr. Mhm. Illusion zu haben, heißt ja nicht wahr zu sein, sondern heißt sich etwas einbilden zu können. Schöpferische Kraft, das heißt, man sieht den Geist von Hamlet. Das Motiv des Hineingehens in die Erde, ich meine, nicht zum Beispiel auch der Tunnel, den ich geschrieben habe in meiner frühesten Prosa, gehörte dieses Motiv vom Hinein in die Erde hineingehen. Dann war ein anderes, Artistan und Chinistan von Karl May mit dieser Totenstadt, das war genau das gleiche Motiv. Ich frage mich zum Beispiel überhaupt, inwiefern auch zum Beispiel für Kafka gerade Karl May eben gerade dieses Werk vielleicht eine Wirkung gab, aber man weiß ja viel zu wenig über die eigentliche Wirkung der Jugendschriften. Mhm. Nicht? Man weiß zu wenig. Aber alles auch solche Jugendliteratur, die ins Geheimnisvolle hineinreicht. Ja, also nicht nur so. Jules Verne war sehr wichtig, dann eben viel, eben dieses Buch von Karl May, dann zum Beispiel ein merkwürdiges Buch, das ich würde fast sagen, ist ein religiöser Karl May, das ist Bunyams Pilgerreise. Das ist ein Buch, das hat auch ein sehr altes Buch, ich würde sagen, das ist im
17. Jahrhundert geschrieben. Ich kann es nicht schwören, dass also im Englischen eines der meistgelesensten Bücher ist. Und da wird nun die ganze Reise ins Jenseits, wird nun also in einem Roman dargestellt. Das ist furchtbar fromm. Aber mich reizt natürlich das Abenteuer. Es gibt dann da Kämpfe mit dem Teufel und er bekommt eine Rüstung und so. Nicht? Also, der Christ und zuerst trägt er seine Sündenlast. Und, also, und dann kommt noch die ganze Familie, es ist ein religiöser, ich würde fast sagen, Robinson Crusoe oder ein religiöser Gulliver oder solche. Auch zum Beispiel eben Gullivers Reisen kam aus Kinderbuch natürlich. Erst viel später habe ich es als Kunstwerk gelesen und ohne die Striche, die man ja in Kinderbüchern hat. Aber alle diese Jugendlektüre und die Erzählungen, das war ein Lehrer, der hatte, was mich immer merkwürdig erinnert, der hatte keinen Daumen. Und wie überhaupt alles, was mir immer auch nachgeht, das sind die Verstümmelungen. Das ist auch so eine Sache, die mich sehr bewegt. Also, wie ein Gemüsehändler ohne Hand hatten. Und auch dann, hatte sie erschreckend bewegt? Ja, es hat mich immer erschreckt und ich zeichne das auch gern. Also, aber da muss doch auch eine bestimmte Faszination davon ausgegangen sein. Ja, natürlich fasziniert. Und der hat nun irgendwie eine... Wissenschaftlich konnte die Kirche Voraussagen machen. Sie konnte sagen, dann und dann kommt eine Mondfinsternis und dann kommt eine... ist der Merkur dort und Galilei konnte das nicht. Eine sehr Dürrenmatsche. Nein, das ist nicht Dürrenmatsche, das stimmt. Und dann kam der Kardinal, das berühmte Gespräch, was man nicht weiß, denn Galilei hat immer behauptet, er kenne den Beweis, warum es so sei. Und der Kardinal, der sein Freund war, hat gesagt, hör mal Galilei, hast du den Beweis? Und er musste sagen, nein, und hat widerrufen. Er ist wissenschaftlich unterlegen. Die Kirche hat auch in unserem Sinn die Theorie, die es erklärt, die Voraussagen machen kann. Aber das ist nun nicht die Dürrenmattsche Pointe, wie Sie glauben, die ist ganz anders. Das war nämlich, dass der Galilei ein Buch hatte, das er nicht gelesen hatte. Und das Buch ist ihm zugeschickt worden von einem deutschen Astronomen, der ihm auch vergebens immer angebettelt hatte, soll er ihm doch endlich einmal sein Teleskop leihen. Und da war genau beschrieben, dass die Planetenbahnen Ellipsen sind. Und das war der Kepler, die neue Astronomie. Und das hat der Galilei nicht gelesen. Aus Faulheit? Naja, aus Faulheit. Und was will denn schon ein Barbar wissen? Das ist die Pointe. Er hatte den Beweis, aber hat ihn nicht gelesen. Ja. Das wäre das ist für Ihre mich, Pointe. Das ist für mich Galilei. Ja. Begreifen Sie? Das ist, dort sehe ich die Komödie Galilei. Die Komödie ist bei aller Genialität, dass war Galilei ein Renaissance-Mensch, der immer allein Recht haben wollte, der, wenn ein Jesuit also die Lehre verkündigte, die Kometen seien also so etwas wie Planeten, also sofort protestiert hat und die Planeten einfach als Ausdünstungen der Erdatmosphäre erklärt hat, aus reiner Opposition, weil er allein im Besitz aller Wahrheit sein wollte, als Renaissance-Typ. Galilei ist an seiner, ich würde fast sagen, am Renaissance-Weltbild gescheitert. Er konnte nicht über das hinweg. Aber nochmal zurück zur Dürrenmattsche Pointe. Ja. Das Buch hat er, den Beweis hat er, aber er hat ihn nicht gelesen. Er kennt ihn nicht. Bestimmte Ideologie, die er hat, permanent umsetzt. Es sei denn, die Ideologie der Ideologiekritik. Ja, aber die offene Form ist wieder etwas anderes. Schauen Sie, ich glaube,
das ist eine Form, die ich wählen kann. Also zum Beispiel der Mitmacher ist eine sehr geschlossene Form, wenn Sie wollen. Ja. Ich kann offen oder so, das ist also, ich würde sagen, ich bin da gegenüber der Form frei. Ja, ich meine Sie jetzt nicht für ein Stück, ja, sondern ich meine Sie insgesamt als Dramatiker. Wenn ich mich jetzt gegenüber Brecht unterscheiden will, nehmen wir den Stoff Galilei. Ich habe das einmal, ich weiß nicht, ob Sie das Nimm's kennen. Scott-Beispiel. Scott, aber ja. Ich kann das auch beim Galilei sagen. Ja. Der Galilei bei Brecht ist das Interessante, ist das Verhältnis, warum Galilei also abschreckt, warum er widerruft. Und warum widerruft er? Im Grunde hat er Angst vor der Folter. Mhm. Im Grunde hat er Angst, ein Held zu sein. Er ist auch kein Held. Und er gibt eben nach und er weiß, die Wahrheit wird einmal durchdringen. Für mich ist... Die Diskurse werden weitergeleitet. Ja. Bei mir ist das Lustige bei Galilei das, dass der Galilei widerrufen musste aus einem ganz wissenschaftlichen Grund. Mhm. Und zwar, und das ist Tatsache, Galilei glaubte zwar, dass Planeten um die Sonne gehen, aber hatte keinen Beweis. Hm. Denn alles, was er auch nachrechnete, stimmte nicht, aus dem einfachen Grund, weil er annahm, und zwar aus einem primitiven, heute etwas unbegreiflichen Grund, aber weil aus der auf Aristoteles zurückgeht, dass jede Himmelsbewegung vollkommen sein muss und aus einem uns unerfindlichen Grunde ist der Kreis vollkommener als die Ellipse, also muss es kreisförmig sein. Und wenn man die Planetenbahn kreisförmig annimmt, stimmt nichts. Ja. Und die Kirche hatte wissenschaftlich recht. Wissenschaftlich konnte die Kirche Voraussagen machen. Sie konnte sagen, dann und dann kommt eine Mondfinsternis und dann kommt ist der Merkur dort, und Galilei konnte das nicht. Das ist eine sehr Dürrenmatsche. Nein, das ist nicht Dürrenmatsche, das stimmt. Und dann kam der Kardinal, das berühmte Gespräch, was man nicht weiß, denn Galilei hat immer behauptet, er kenne den Beweis, warum es so sei. Und der Kardinal, der sein Freund war, hat gesagt, hör mal Galilei, hast du mal als großes, gelöstes Beispiel, klassisches Beispiel, trotzdem es mich offen gestanden eigentlich etwas langweilt, aber amüsiert ist der Brechts Galilei, das eigentlich die Beschreibung seiner selbst ist. Mhm. Das ist das Verhältnis von Brecht zur Partei und hat mit dem historischen Galilei eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und ist auch Brechts Verhältnis zum Verrat? Zum Verrat, es ist alles drin. Es ist seine große Beichte, die er da gekleidet hat in Galilei. Während Galilei ein ganz anderer Mensch und auch die Problematik, mit der man eigentlich Galilei betrachten muss, ist ja ganz anders. Das ist ja in einem gewissen Sinn viel lustiger und viel diabolischer. Wenn ich gerade da mal einhaken darf, Brecht hat ja das epische Theater, welches es ja auch früher schon gegeben hat, aber zumindest zur Theorie erhoben. Er hat es praktiziert, er hat ein offenes Theater geschrieben. Und gerade diese offene Form von Brecht ist ja eine Form, die eigentlich im Widerspruch zur Ideologie etwa des Marxismus, Leninismus steht, für den etwa der Theoretiker Lukács die viel gängigere und adäquatere Theorie geliefert hat. Nun ist er ein Vertreter, sagen wir mal, der offenen Form. Sie aber sind ja auch ein Vertreter der offenen Theaterform und keiner, der eine bestimmte Ideologie, die er hat, permanent umsetzt. Es sei denn, die Ideologie der Ideologiekritik. Ja, aber die offene Form ist wieder etwas anderes. Schauen Sie, ich glaube,
das ist eine Form, die ich wählen kann. Also zum Beispiel der Mitmacher ist eine sehr geschlossene Form, wenn Sie wollen. Ja. Ich kann offen oder so, das ist also, ich würde sagen, ich bin da gegenüber der Form frei. Ja, ich meine Sie jetzt nicht für ein Stück, ja, sondern ich meine Sie insgesamt als Dramatiker. Wenn ich mich jetzt gegenüber Brecht unterscheiden will, nehmen wir den Stoff Galilei. Ich habe das einmal, ich weiß nicht, ob Sie das Nimm's kennen. Scott-Beispiel. Scott, aber ja. Ich kann das auch beim Galilei sagen. Ja. Der Galilei bei Brecht ist das Interessante, ist das Verhältnis, warum Galilei also abschreckt, warum er widerruft. Und warum widerruft er? Im Grunde hat er Angst vor der Folter. Mhm. Im Grunde hat er Angst, ein Held zu sein. Er ist auch kein Held. Und er gibt eben nach und er weiß, die Wahrheit wird einmal durchdringen. Für mich ist... Die Diskurse werden weiter... Zu erklären ist, das war meine damalige Passion, die ich auch sehr, als Erstklässler schon hatte für die Astronomie. Hm. Also für die Weite. Eine Passion, die ich jetzt immer noch habe. Ich meine, all dieses sehr Idyllische und dann wieder das sehr Grausame des Dorfes zum Beispiel war neben meinem Elternhaus war die Metzgerei. Ja, ich habe schon als kleines Kind gesehen, wie man Tiere schlachtet. Diese grausamen Seiten. Aber die wurden Ihnen damals schon bewusst. Sie haben das Dorf nicht erst als Idylle erlebt und den Bruch dann später erfahren. Nein, ich meine, als Idylle, was ist Idylle? Ist die Art, wie man es darstellen würde. Ich würde das Dorf heute überhaupt nicht mehr idyllisch darstellen. In einem meiner Prosa-Bände, an denen ich arbeite, habe ich eigentlich das Ganze heraufbeschworen auf eine sehr grausame Art, indem ich schildere, wie ich in einem modernen Spital den Sektionsraum besichtige. Der Pathologe lädt mich ein, seinen hochmodernen Sezierraum zu besuchen und ich sehe da Leichen und diese Mischung von Wasser und Blut und plötzlich ist der Geruch gleich wie in der Metzgerei meines Dorfes und ich, von dort kommt dann das Dorf hinein. Also aus einer ganz gespenstischen Atmosphäre. Zum ersten Mal habe ich wieder diesen Geruch gespürt oder der mir alltäglich war, weil die Metzgerei neben dem Hause war. Idylle ist ein literarischer Begriff. Das heißt, wie stelle ich das Dorf dar? Ich kann eine Idylle schreiben, also ich meine Hermann und Dorothea oder was sie wollen. Ich kann es aber auch sehr grausam, sehr bizarr, sehr grotesk darstellen. Ja, aber hatten Sie damals schon als Zehnjähriger diese Empfindung gleichzeitig des Idyllischen und des Grausamen? Ich glaube, ich hatte schon diese Empfindung des Grausamen, auch die Empfindung eben des Eingepferchtsein, des Unübersichtlichen, des, ich würde fast sagen, des Minotaurus, der inmitten eines Labyrinths sitzt und nicht weiß, was auf ihn zukommt. Etwas ganz Bestimmtes darstellt. Privilegiert? Ich würde sagen, nicht privilegiert, sondern er wird mehr mit Schadenfreude betrachtet. Er sollte besser sein als die anderen und man weiß, dass er nicht besser ist. Und erstmal, wenn er nicht besser ist, hat man besonders Freude. Man steht einerseits unter dem Elternhaus, andererseits unter der Aufsicht des Dorfes. Man möchte so sein wie die anderen Dorfjungen. Man möchte ebenso unbeschwert sein. Ich weiß, dass ich mich eigentlich fast jeden Monat einem anderen Teil des Dorfes anschloss. Ein Dorf ist ja sehr
Geteiltes gibt. Die Straße hat Krieg mit der anderen Straße, dieses Quartier mit diesem Quartier. Das Dorf ist eine sehr differenzierte Welt. Ich weiß auch, dass ich immer Schleichwege benutzen musste, um in die Schule zu gehen, weil ich immer die Bauernjungen vermeiden musste, die mir nachstellten, die mich mit Leidenschaft verprügelten. Das war auch so ein Sport. Kamen in solchen Dingen denn soziale Unterschiede zum Tragen? Ohne dass man sich natürlich dessen bewusst ist. Es spielt sich das alles in einer vorpubertären Welt ab. Das, was ich eigentlich als Eindruck vom Dorf übernommen habe, ist merkwürdigerweise der Eindruck eines Labyrinths. Und einerseits kann ich das darauf führen, dass das Dorf war umstellt von Kornfeldern und Weizenfeldern, und in diese Weizenfeldern führten unzählige kleine Gänge, in die man hineinkroch. Dann sind auch die Scheunen der Bauernhöfe, die das Heu wird geschichtet, und das Heu wird so geschichtet, dass auch Gänge entstehen, durch die man schlüpfen kann. Dann ist das Dorf etwas Unübersichtliches. Es sind diese rätselhaften älteren Personen, diese Welt der Erwachsenen, die man nicht versteht. Es ist also die vorpubertäre Welt, und die ersten Zeiten der Pubertät spielten sich bei mir eben im Dorf ab. Und dann mit 13 Jahren, also würde ich sagen, die Theorie, die es erklärt, die Voraussagen machen kann. Aber das ist nun nicht die Dürrenmattsche Pointe, wie Sie glauben, die ist ganz anders. Das war nämlich, dass der Galilei ein Buch hatte, das er nicht gelesen hatte. Und das Buch ist ihm zugeschickt worden von einem deutschen Astronomen, der ihm auch vergebens immer angebettelt hat, er solle ihm doch endlich einmal sein Teleskop leihen. Und dabei, und da war genau beschrieben, dass die Planeten Bahn Ellipsen sind. Und das war der Kepler, die neue Astronomie. Und das hat der Galilei nicht gelesen. Aus Faulheit. Naja, aus Faulheit, und was will denn schon ein Barbar wissen? Das ist die Pointe. Er hatte den Beweis, aber hat ihn nicht gelesen. Ja. Das wäre das ist für Ihre mich, Pointe. Das ist für mich Galilei. Ja. Begreifen Sie, das ist, dort sehe ich die Komödie Galilei. Mhm. Die Komödie ist bei aller Genialität, das war Galilei ein Renaissance-Mensch, der immer allein Recht haben wollte, der, wenn ein Jesuit also die Lehre verkündigte, die Kometen seien also so etwas wie Planeten, sofort protestiert hat und die Planeten einfach als Ausdünstungen der Erdatmosphäre erklärt hat, aus reiner Opposition, weil er allein im Besitz aller Wahrheit sein wollte, als Renaissance-Typ. Galilei ist an seiner, ich würde fast sagen, am Renaissance-Weltbild gescheitert. Er konnte nicht über das hinweg. Mhm. Aber nochmal zurück zur Dürrenmattsche Pointe. Ja. Das Buch hat er, den Beweis hat er, aber er hat ihn nicht gelesen. Er kennt ihn nicht. Er hat ihn, aber er kennt ihn nicht. Ist das nicht, berührt sich da nicht die Dürrenmatsche Theorie oder Praxis von der Komödie am entschiedensten mit der alten klassischen griechischen Tragödie? Mit dem Tragischen? Ja, um das geht es mir ja sowieso immer. Das heißt, das Tragische und das Komische ist für mich so hauchdünn, ist für mich ja nicht sachlich unterschieden, sondern rein im Bewusstsein. Genau. Rein psychologisch, also ich würde sagen, nicht? Ich meine, wenn Sie
wenn Sie, nennen Sie es Zufall oder nennen Sie es Schicksal, ich meine, durch nichts ebne im Dorf ab. Und dann mit 13 Jahren, also würde ich sagen, in der Mitte der Pubertät kam dann der sehr schroffe Wechsel vom Dorf in die Stadt. Und der hat Sie entscheidend betroffen auch? Der hat mich sehr entscheidend getroffen, weil ich in eine ganz entscheidend andere Welt hineinkam. Die aber wiederum das Labyrinthische hatte, und zwar eigentlich, ich würde fast sagen, noch verstärkt. Das war Bern. Ich wollte nochmal auf das Mischdorf zurückkommen. Wie meinten Sie das? Soziale Mischung, Bauern, Sie, Arbeiter. Bauern, Arbeiter, ich habe, um ganz ehrlich zu sein, ich bin 1921 geboren. Ich kam 1934 in die Stadt Bern. Während dieser Zeit war die große Krise. Von dieser großen Krise habe ich nichts als Erinnerung zurückbehalten. Also ich weiß es nur historisch, dass damals die große Krise war. Ich war nicht fähig, das zu, sagen wir mal, objektiv festzustellen. Nun war die Krise natürlich auf dem Dorf, in der Milchwirtschaft oder was Sie wollen. Ich meine, jeder dieser Arbeiter war ja gleichzeitig auch Kleinbauer, war weniger zu spüren. Ich erinnere mich nur zum Beispiel an einen Spaziergang, und auf diesem Spaziergang ist zum ersten Mal das Wort Hitler gefallen. Und es ging darum, ob Hitler ein Christ sei oder nicht. Also das mein Vater irgendwie vielleicht mit dem Kirchgemeindepräsident oder wer, mit wem er auch sprach, hat er erörtert. Aber da hörten Sie den Namen Hitler faktisch erstmal? Da hörte ich zum ersten Mal den Namen Hitler und habe mich überhaupt gar nichts Besonderes dabei vorgestellt. Also sagen wir mal, dass man sich vom Dorfe überhaupt über Politik interessiert. Ich glaube, das ist ein heutiges Phänomen. Heute wird man ganz anders. Heute ist Fernsehen. Heute ist ja das Ganze anders. Ich mag mich noch erinnern, wie ich zum ersten Mal überhaupt Radio hörte. Das war bei einem Ingenieur der Burgdorf-Thun-Bahn, und der hatte einen Apparat, und da gingen verschiedene Kopfhörer, konnte man da anschließen, man hörte sich Radio. Also das wurde alles erst eingeführt. Ich hätte Geschichten erfinden, und das, was eigentlich das Spannende ist, wie hängt die erfundene Geschichte mit der eigenen Lage, mit der eigenen Situation, mit der eigenen Existenz zusammen. Und insofern ist, glaube ich, jede, auch die erfundenste Geschichte, nichts anderes als ein Abbild einer ganz konkreten Situation. Der eigenen Situation, der eigenen Not, der oder Freude, wie auch immer. Ja, der eigenen, in der sich natürlich die ganze Welt spiegeln kann, in der ganzen Problematik, auch in der Politik oder so. Ich würde sagen, mal als großes, gelöstes Beispiel, klassisches Beispiel, trotzdem es mich offen gestanden eigentlich etwas langweilt, aber amüsiert, ist der Brechts Galilei, das eigentlich die Beschreibung seiner selbst ist. Es ist das Verhältnis von Brecht zur Partei und hat mit dem historischen Galilei eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und ist auch Brechts Verhältnis zum Verrat? Zum Verrat, es ist alles drin. Es ist seine große Beichte, die er da gekleidet hat in Galilei. Während Galilei ein ganz anderer Mensch, und auch die Problematik, mit der man eigentlich Galilei betrachten muss, ist ja ganz anders. Es ist ja in einem gewissen Sinn viel lustiger und viel diabolischer. Wenn ich gerade da mal einhaken darf, Brecht hat ja das epische Theater, welches es ja auch früher schon gegeben hat, aber zumindest
zur Theorie erhoben. Er hat es praktiziert, ja. Er hat ein offenes Theater geschrieben. Und gerade diese offene Form von Brecht ist ja eine Form, die eigentlich im Widerspruch zur Ideologie etwa des Marxismus-Leninismus steht, für den etwa der Theoretiker Lukács die viel gängigere und adäquatere Theorie geliefert hat. Nun ist er ein Vertreter, sagen wir mal, der offenen Form. Sie aber sind ja auch ein Vertreter der offenen Theaterform und keiner, der eine bestimmte Ideologie, die er hat, umsetzt, permanent umsetzt. Es sei denn, die Ideologie der Ideologiekritik. Ja, aber die offene Form ist wieder etwas anderes. Schauen Sie, ich glaube, das ist eine Form, die ich wählen kann. Also zum Beispiel der Mitmacher ist eine sehr geschlossene Form, wenn Sie wollen. Ja. Ich kann offen oder so, das ist also, ich bin da gegenüber der Form frei. Ja, ich meine Sie jetzt nicht für ein Stück, sondern ich meine Sie insgesamt als Dramatiker. Wenn ich mich jetzt gegenüber Brecht unterscheide. Zehnjähriger, diese Empfindung gleichzeitig des Idyllischen und des Grausamen. Ich glaube, ich hatte schon diese Empfindung des Grausamen, auch dieses die Empfindung eben des Eingepfercht-Sein, des Unübersichtlichen, des ich würde fast sagen, des Minotaurus, der inmitten eines Labyrinths sitzt und nicht weiß, was auf ihn zukommt. Ich war ein Kind, das sehr unter Angstgefühlen darunter ritt, dass es sehr viele Dinge nicht durchschaute. Ich glaube, das war nicht etwa, dass meine Eltern besonders streng gewesen wären. Sie waren, ich muss sagen, eigentlich erstaunlich liberal und so. Sie hatten eine vielleicht merkwürdige, sagen wir mal, Angst vor jedem Erotischen oder solche Dinge. Aber meine Eltern waren also nicht etwa, dass ich eine strenge Jugend gehabt hätte. Aber ich glaube, dass das Gefühl des Nicht-Durchschauens... Das hatten Sie damals schon. Das hatte ich damals schon, ja. Und änderte sich das in der Großstadt oder verstärkte sich das? In der Großstadt kam nun dazu, dass ich natürlich jetzt in der Pubertät war und sich eigentlich mein Nicht-Verstehen also nicht etwa nun dadurch veränderte, dass ich nun besonders viel las, sondern ich wurde ein ungeheuer Zeichner. Ich habe schon sehr früh als Abwehr immer gezeichnet. Ja, Ihr Haus hängt ja jetzt auch noch voller Bilder. Aber das sind also, ich meine, ich habe immer gezeichnet. Das Zeichnen war für mich eine Abwehr, ein Umfunktionieren. Ich konnte dann das irgendwie bildlich darstellen. Sich selbst zu artikulieren mit seinen Nöten auch. Ja, aber nicht sprachlich. Also ich habe zwar einige kindliche Versuche schon im Dorf unternommen, ein Drama zu schreiben, aber nur weil ich ein Drama im Dorftheater sah. Also, aber es war nicht das Ursprüngliche, war immer das Zeichnen. Und das Zeichnen war nun sehr interessant. Was habe ich gezeichnet? Ich habe immer Katastrophen gezeichnet. Ich habe immer Kriege gezeichnet. Ich habe immer Sintfluten gezeichnet. Ich habe eigentlich nie... Und ist auch Brechts Verhältnis zum Verrat? Zum Verrat. Es ist alles drin. Es ist seine große Beichte, die er da gekleidet hat in Galilei. Während Galilei ein ganz anderer Mensch und auch die Problematik, mit der man eigentlich Galilei betrachten muss, ist ja ganz anders, ist ja in einem gewissen Sinn viel lustiger und viel diabolischer. Wenn ich gerade da mal einhaken darf, Brecht hat ja das epische Theater, welches es ja auch früher schon gegeben hat, aber zumindest zur Theorie erhoben. Er hat es praktiziert, er hat ein offenes Theater geschrieben. Und gerade diese offene Form von Brecht
ist ja eine Form, die eigentlich im Widerspruch zur Ideologie etwa des Marxismus-Leninismus steht, für den etwa der Theoretiker Lukács die viel gängigere und adäquatere Theorie geliefert hat. Nun ist er ein Vertreter, sagen wir mal, der offenen Form. Sie aber sind ja auch ein Vertreter der offenen Theaterform und keiner, der eine bestimmte Ideologie, die er hat, umsetzt, permanent umsetzt. Es sei denn, die Ideologie der Ideologiekritik. Ja, aber die offene Form ist wieder etwas anderes. Schauen Sie, ich glaube, das ist eine Form, die ich wählen kann. Also zum Beispiel der Mitmacher ist eine sehr geschlossene Form, wenn Sie wollen. Ja. Ich kann offen oder so, das ist also, ich würde sagen, ich bin da gegenüber der Form frei. Ja, ich meine Sie jetzt nicht für ein Stück, ja, sondern ich meine Sie insgesamt als Dramatiker. Wenn ich mich jetzt gegenüber Brecht unterscheiden will, nehmen wir den Stoff Galilei. Ich habe das einmal, ich weiß nicht, ob Sie das Scott kennen. Scott-Beispiel. Scott, aber ich kann das auch beim Galilei sagen. Ja. Der Galilei bei Brecht ist das Interessante, ist das Verhältnis, warum Galilei also abschreckt, warum er widerruft. Und warum widerruft er? Im Grunde hat er Angst vor der Folter. Mhm. Im Grunde hat er Angst, ein Held zu sein. Er ist auch kein Held. Und er gibt eben nach und er weiß, die Wahrheit wird einmal durchdringen. Für mich ist die Diskurse werden weitergeleitet. Ja. Bei mir ist das Lustige bei Galilei das, dass der Galilei widerrufen musste aus einem ganz wissenschaftlichen Grund. Mhm. Und zwar, und das ist Tatsache, Galilei glaubte zwar, dass die Planeten um die Sonne gehen, aber hatte keinen Beweis. Hm. Denn alles, was er auch nachrechnete... Das Stadium bei Goethe gewesen, als er zu den Naturwissenschaften kam, ist das nicht eine Zeit gewesen der poetischen Entfernung, also der Entfernung von den Bildern, die sich unmittelbar realisieren? Ich glaube, es liegt daran, dass man immer wieder Distanz haben muss. Rollenwechsel? Sie, was? Im Sinne von Rollenwechsel? Von Rollenwechsel, aber auch von Distanz nehmen. Also zum Beispiel, ich bin, was jetzt zum Beispiel meine Theaterarbeit betrifft, bin ich so sehr ins Theater hineingerutscht, und zwar in die Theaterpraxis. Ich will jetzt als nicht sagen, Regisseur. Als Regisseur. Und Dings, das hat, ich meine, was habe ich gemacht? Wie viel Arbeit es kostet, um den Urfaust, um den Wojciech oder um die Emilia Galotti, die ich also viel wesentlich für mich sehe als die Kritiker, die sie verrissen haben. Das ist ja Wurst, ob es das die Kritiker gut finden oder nicht. Aber ich habe etwas Bestimmtes erreicht, was ich damit wollte. Aber die Arbeit, man weiß plötzlich zu viel vom Theater und man muss wieder zurückgehen. Weil ich weiß, jetzt kommt ein großer Stoff auf mich zu, ein ganz neuer Stoff auf dem Theater. Und da brauche ich wieder die Frische, das Theater ganz vergessen zu haben. Ja, Max Frisch hat mal gesagt dazu, als ich ihn fragte, wie das denn mit Theater und Prosa sei, dass es ein ziemlich alternierender Wechsel sei von der Prosa zum Theater, weil er sich mit einem Stück eine bestimmte Rolle auch erschrieben habe, die er, wenn er ein neues Stück sofort hinterher schreiben würde, nicht losbekommen würde. Er würde also im selben Fahrwasser fahren und deshalb brauche er einfach diesen Gattungs- und Rollenwechsel, ja, das, diesen das, neuen Anstoß der Prosa. Ich meine, bei Frisch ist natürlich die Lage etwas anders, weil Frisch ja immer irgendwie versucht, ein Ich auf das Theater zu stellen. Ja, obwohl er natürlich auch sieht, dass das Theater am ehesten noch die Institution ist, die das Ich am fernsten hält. Ja, aber er hat natürlich immer die Tendenz, ein Ich, und auch die Tendenz, sagen wir mal, die frischen Frischhelden,
im Allgemeinen, also ausgenommen, sagen wir, der Held in der Biografie oder so, leiden eigentlich meiner Meinung nach darum, dass sie so unschuldig sind. Also zum Beispiel der André in Andorra. Andorra ist ein